전문팀이라는 구단에 와서 장수기도 하고 기 죽지 말고 긴장하지 말고 과감하게 축구에 대한 열정 Drei ganz unterschiedliche Jungs, drei verschiedene Positionen, haben relativ guten Eindruck hinterlassen. Sehr, sehr guter Eindruck, wirklich drei sowohl qualitativ fußballisch sehr gute Jungs, aber vor allem auch sehr, sehr gut erzogen, sehr höflich, sehr wissbegierig, sehr intelligent. 최고의 환경 속에서 시설 같은 부분이 굉장히 좋았고. Ja, die war durchaus schwierig, weil Deutsch-Englisch ist nur ganz schwierig. Also Englisch auch sehr wenig, sehr gebrochen. Aber im Fußball, ich glaube, sowohl wir als auch die Jungs können da ganz gut damit umgehen. Mit Händen, Füßen, zeigen, Tafel, vormachen oder auch ein paar englische Wörter. Und da findet man immer einen Weg und eine Lösung, sich auf dem Platz zu verständigen. Ich glaube, Spannend, also sowohl für uns als Trainer einfach mal die Qualität zu sehen, den Unterschied zu sehen, was können vielleicht andere Nationen, andere Kontinente besser, wo sind wir vielleicht auch besser, was können wir uns auch abschauen, und da waren ein paar interessante Sachen mit dabei, vor allem im technischen, koordinativen Bereich, haben alle drei Jungs einen sehr guten Eindruck gemacht, und ich glaube, da können sowohl die Jungs bei uns, aber auch unsere Jungs und wir Trainer einiges mitnehmen. Also für beide Seiten eine Win-Win-Situation. Würde ich definitiv so sagen. Ich möchte auch sehr hart arbeiten und in der Bundesliga oder anderen Ligen mit den gleichen Spielern auf dem Platz stehen. Mein Ziel ist, mit dem gleichen Spielern zu spielen. Mein Ziel ist, mit dem gleichen Spielern zu spielen.